Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ihr wisst, nein, das wisst ihr noch gar nicht. Okay, ab morgen bin ich woanders. Urlaubstechnisch nenne ich es. Auf jeden Fall, morgen geht die Reise für mich los. Ich reise alleine, das heißt aber per Taxi. Soll so sein. Jetzt ist es ja nun so, da ich per Taxi reise, möchte ich ja trotzdem mobil sein und einen Roller hinten in den Kofferraum stellen oder reinlegen. Schlechte Wahl, würde ich mal sagen. Obwohl es schön wäre, weil das wäre ja das, was ich mir gerne wünschen würde. Ist aber nicht so. Jetzt ist es so, heute heute hat Iris mich einfach ins Auto gepackt und hat gesagt, zieh dir Jacke an und wir fahren mal los. Wo ich dachte, hallo, verstehe ich jetzt hier nicht ganz, losfahren, was will sie? Das Ganze fing allerdings so an, ich habe ja ein Elektrofahrrad. Mit Akku, allen drum und dran. Das ist von KTM. Und ich habe das Ladegerät nicht gefunden. Ich habe das immer sonst. Immer. Und ich habe heute das Ladegerät nicht gefunden dafür. Ich habe wirklich Stunden jetzt verbraucht, um dieses Ladegerät zu finden, was mir jetzt noch nicht gelungen ist. So, eigentlich sollten meine Koffer auch schon gepackt sein. Auch noch nicht. Gut, dann kam Iris und sagte, komm Schatz, zieh die Jacke an, wir fahren mal wohin. Gut, sind wir dann. Ja, jetzt wird es doch ein bisschen länger. Ich wollte es eigentlich kurz und bündig machen, aber das ist eben die Geschichte dazu. Wir sind losgefahren zum Globus Baumarkt. Und haben dort ein Fahrrad angeguckt, wo ich noch gesagt habe, oder zumindest, oh nein, so viel Geld für ein Fahrrad, nein. Das Fahrrad hat ursprünglich 1150, wenn ich mich da nicht verguckt habe, gekostet, 1150 oder 1050, runtergesetzt auf 800 Euro. So, ein Elektrofahrrad. Iris hat mir ein Elektrofahrrad gekauft. Ich bin immer noch sprachlos. Das Elektrofahrrad ist von, was ich früher so super gern gefahren habe. Und zwar von Zündapp. Ich glaube, das konntet ihr lesen. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Iris hat mir das Fahrrad gekauft und hat gesagt, du möchtest dich auch betätigen, ein bisschen sportlich. Ihr seht, was ich angelegt habe. Und das dient dir zum Zweck. Also, da ich jetzt mein KTM-Ladegerät nicht gefunden habe, sind wir los und haben das Fahrrad gekauft. So, das stelle ich euch jetzt vor. Ich habe natürlich gleich noch ein kleines Anbauteil mitgenommen, um auch zu wissen, wie schnell fahre ich. Gut, also in diesem Sinne fangen wir jetzt an und ich stelle euch mein altes Fahrrad vor, was auch nicht schlecht ist. Gewichtsunterschied gibt es. Also das KTM ist schwerer mit Akku als das neue von Zünder. Wir vergleichen mal. Das ist mein KTM-Fahrrad, was ich ungefähr 2003, 2004 mir geholt habe. Das heißt, das ist mein Fahrrad, zählt allerdings auch zu meinem Unfall dazu, deshalb Elektro. Das kann ich ja nun ruhig preisgeben. Deshalb die
die Elektrounterstützung, weil ich sonst nicht mehr die Ausdauer hätte, um lange Strecken mit dem Fahrrad zu fahren. Sagen wir mal so. Das hier ist von KTM. Ich glaube 2003, 2004 habe ich das gekauft. Ist ein schönes Elektrofahrrad, muss ich schon sagen. Ist aber die Zeit auch nicht mehr ganz so gemäß vom Gewicht her. Der Rahmen ist sehr schwer, weil Elektrofahrrad durfte man vorher nicht mit einem Alurahmen fahren. Deshalb ist das hier ein ganz normaler Stahlrahmen und recht schwer, muss ich auch sagen. Aber man durfte das damals noch nicht mit Alurahmen fahren. Warum auch immer, wegen der Stabilität, denke ich mal. Hier kommt normalerweise das Akkupack dran. Das wird hier seitlich dran gehangen, kommt hier dran. Ist ein 28er Raddurchmesser. Und hier vorne am Lenker, ist noch eine Schalteinheit. Ich hole euch mal ein bisschen ran. Akku ist jetzt gerade ja nicht dran. Also hier ist der Akkustand. Das zeigt dann per LED rot an, grün an bis rot oben, wenn der Akku, ja, wie voll er ist und wie schnell er abnimmt oder auch nicht. Tacho, den habe ich mir damals selbst gekauft. Das ist einer über Solar, aber ja, ich glaube, ich muss hier trotzdem mal eine neue Batterie reinsetzen. Funktioniert, soweit ich weiß, jetzt gerade nicht. Hier, dieser Schalter ist zum Drücken, dass man Standlicht hat oder auch Fahrtlicht. Das Ganze ist über diesen Schalter dann hier zu schalten. Hier ist ein WIP-Schalter dran für die Gangschaltung. Die ist von Shimano. Und da kann ich auch, wenn ich jetzt hier drücke, kann ich bis 7 in Stand. Also ich kann das alles in Stand machen. Das hier ist noch eine Direktschaltung. Also man kann in Stand ohne weiteres schalten, hoch, runter, wie man möchte. Das andere ist eine Shimano-Kettenschaltung. Da heißt es, da muss man natürlich den Schaltvorgang in der Fahrt machen. Das hier ist der Antrieb. Das ist auch Frontantrieb an dem Fahrrad. Fragt mich jetzt gar nicht, was das für Leistung hat. Maximal 33, aber ich habe davon weniger Ahnung und habe mich auch wirklich, ehrlich gesagt, gar nicht groß mit beschäftigt. Der Motor ist hier auf jeden Fall von Exton. Ist, glaube ich, auch ein bekannter Hersteller, aber sonst kann ich euch da gar nicht so große Info drüber geben. Zieht aber auch sehr kräftig an. Also das kann ich schon sagen, es hat einen ganz schönen Wumms hinter. Ist aber ja vom Fahren her ein bisschen schwerer als jetzt das neue Fahrrad, was ich bekommen habe. Ich würde sagen, wir schwenken mal rüber und dann gucken wir uns das mal an. Ja, wie man sieht, ist das die neue Errungenschaft. Ein ganz normaler, schlichter Rahmen mit guter Einstiegshöhe. Man braucht heutzutage keine Mittelstange mehr. Die Zeiten sind vorbei, auch für uns Männer. Licht geht automatisch an. Sobald man losfährt, geht dieses Licht vorne wie hinten automatisch an. Und ist auch schon LED. Dann haben wir eine Radgröße von auch 28. So, und jetzt ist dieser Motor hier viel kleiner. Der ist viel kleiner als der andere Motor und ist auch trotz allem richtig drehfreudig. Wie viel Watt und alles, das werde ich euch dann im Laufe der Zeit erzählen, wenn ich dann ja, im Urlaub bin. Ich mache ja weiterhin Videos. So, jetzt ist es ja nun so, ich fahre mit dem Taxi runter, möchte aber mobil sein und was gibt es da Besseres als ein Fahrrad und dann noch ein E-Bike? Wie gesagt, ich
brauche schon ein bisschen die Unterstützung, um die Kraft reinzubringen. Deshalb ist das Ding echt genial. Gewichtstechnisch 23 Kilo. Ja Gott, das ist dann eben so. Kann man aber mit leben. Also ich bin echt stolz, muss ich so sagen. Hier ist die Armatur, hier vorne, wo man den Akku einschaltet, die Leistung steigern oder senken kann, Kapazität von Akku. Ja, hier ist auch die 7-Gang-Schaltung, auch Shimano-Kettenschaltung, wie gesagt. Und wo der Akku reinkommt, zeige ich euch jetzt. Und zwar, das ist eine ganz simple Sache. Akku schiebt man von hinten rein und zieht ihn wieder von hinten raus. Hier ist das Steuergerät, was alles von Akku zieht, was es braucht. Und auch die Geschwindigkeitsregelung, alles ist hier, soweit ich weiß, hier mit drinne. Man schiebt den Akku ein, verschließt ihn, wird mit dem Schlüssel verschlossen und ist dann fest. Und dann gibt es aber wirklich Energie. Also ich habe mich ganz schön verjagt, wo ich mit diesem Fahrrad losgefahren bin. Vor allem weiß, das heißt immer schön putzen und pflegen. Ja, ansonsten, es hat hinten einen freien Tritt, vorne zwei Bremsen. Was soll ich noch mehr sagen? Es ist auf jeden Fall, mir gefällt es. Es ist schick, einfach schick und hat einen guten Wumms auf jeden Fall. Also hier ist in der Mitte On, Minus und Plus und nochmal Mode. Mode ist, dass ich die Beleuchtung hier heller oder dunkler auch einstellen kann. Auch eine feine Sache. Das habe ich bis jetzt soweit rausgefunden. Allerdings nur, wenn der Akku eingesetzt ist. Drückt man auf Dauer Minus, also die Minus-Taste, dann fährt das Fahrrad, solange man die Taste drückt, bis zu 6 km/h, also Schrittgeschwindigkeit, wenn ich jetzt irgendwo Berg hochschieben muss oder längere Zeit laufen muss, drücke ich einfach die Minustaste und das Fahrrad fährt dementsprechend die Geschwindigkeit, die ich zum Fuß oder zum Laufen brauche. Das ist auch schon mal eine feine Sache. Ja, ansonsten ist es sehr schön verbaut. Also das muss ich sagen, es ist wirklich super gebaut, ist allerdings auch ein Stahlrahmen, aber es ist trotzdem um einiges leichter als mein altes Fahrrad. Es hat auch wirklich, ich muss schon sagen, eine schnittige Form und mir gefällt es. Also ich muss schon sagen, echt, also von der Schnittigkeit, die Reifen sind nicht allzu breit. Also man kann wirklich vom Profil her ist es schön, recht schön glatt. Also man hat ziemlich wenig Widerstand, würde ich mal sagen. Ja, auf die Details gehen wir natürlich, wie gesagt, in Urlaub noch ein. Da kommt noch einiges über dieses Fahrrad, weil ich habe ja dann keine Mopeds mit. Deshalb muss ich dann mit euch über das Fahrrad reden und natürlich das Drumherum, was alles da so gibt. Aber nun ist es ja auch so, ich möchte ja die Geschwindigkeit ungefähr wissen oder den Durchschnitt, den ich fahre. Ich denke mal, ich werde sehr, sehr häufig Fahrrad fahren, um auch ein bisschen körperlich was abzubauen. Das ist ein Tacho von Fischer. Und zwar gibt es den auch bei Globus Baumarkt. Da haben wir ihn auch gleich mitgenommen. Das ist ein Fahrradtacho. Das hier ist der Sensor. Den Geber habe ich noch da hinten liegen. Der kommt an die Speiche. Und das wird dann per Funk übertragen an diesen Tacho. Das möchte ich jetzt allerdings auch mit euch anbauen. Wird gleich passieren. Dann habe ich noch was ganz Putziges gefunden. Ich habe nicht weggeschmissen. Eigentlich habe ich das nur aus Show gekauft, aber das ist, ich konnte da nicht widerstehen. Ein Carbon-Spoiler. Ich nehme mal hier ein bisschen mehr Licht drüber. Angedeutet Carbon, sagen wir mal so. Das ist angedeutetes Carbon und das ist ein Mini-Spoiler.
Jetzt würde ich hier wahrscheinlich sagen, was will der damit? Es ist einfach ein Joke. Ich dachte, das ist cool. Das ist mal was ganz anderes. Also der sieht so von hinten so aus, wenn er angebracht wird. Unten sind Klebepads und das sind auch sogar schon die guten, die auch richtig gut halten wohl. Ja, und da habe ich diese kleinen Spoiler gekauft. Ich finde es cool. Was ich damit anfange, weiß ich selber nicht. Aber das Ganze haben wir dann auch gleich fünfmal. Also, ist der eine oder andere drunter, unter euch, der sich sagen würde, boah, das wäre ein Hammer fürs Topcase oder vielleicht Spoiler, so ungefähr auf Spoiler, wie bei meinen Explorer oder vielleicht hier sogar bei den Elisio. Also, das Einzige, was ihr mir zukommen lassen müsst, ist wenigstens den Versand. Ansonsten, ich habe ganz normal draußen gekauft, also ich verdiene da nichts dran, will auch gar nichts dran verdienen, aber wer so einen Spoiler haben möchte, die sind alle gleich, alle identisch. Also jetzt noch vier Stück zu verschenken. Den einen werde ich für mich mal behalten. Einfach just for fun. Also das ist eine witzige Sache, muss ich schon sagen. Gut, heute kommt Dauerwerbung einfach drüber. Als Überschrift oder zumindest oben in eine Ecke. Ja, dann würde ich sagen, also ich informiere euch nach und nach, was mit dem Fahrrad ist, wie viel Watt es hat, Ladekapazität, wie viel Reichweite. Also angeblich, wenn man ganz normal sinnig fährt, soll es bis zu 80 Kilometer aushalten oder durchhalten. Gehen wir nach und nach drauf ein. Wir haben 5 Wochen Zeit, um da drauf einzugehen. Und danach geht es wieder mit Roller los. Da freue ich mich am meisten drauf. Jetzt müssen wir es erstmal so hinnehmen, wie es ist. Aber ich gucke mal, wie oft ich da, wo ich dann bin, ein Video machen kann. Ich hoffe tagtäglich, ich hoffe, dass die Zeit dann auch noch da ist, dass wir wenigstens gemeinsam ja, uns noch verständigen können. Das wäre ein Anliegen von mir. Eigentlich war ja geplant, hätte ich meine 1000 Abonnenten, dann wäre ich freigeschaltet für einen Livestream. Dann könnte ich direkt einen Livestream machen. Schade, hat nicht so funktioniert. Aber trotzdem euch ein ganz großes Dankeschön, dass ihr mich schon jetzt über 800 Abonnenten getragen habt. Also echt, ich bin echt stolz auf euch. Hauptsächlich auf euch. So, aber jetzt haben wir auf mit dieser Schleimerei, Mensch. Wir bauen den Tacho an. Also, hier habe ich den Sender für die Radbewegung und den Sender für den Tacho. Der Sender selbst muss mit der schönen Seite nach innen, so wie ich das jetzt hier gesehen habe. Und er soll ziemlich weit oben sitzen. Das heißt, Moment, ich habe was vergessen. Das muss auch noch mit dran. Wo ist es? Und zwar, ach, das habe ich in der Hand. Ja, okay. So, dieses Gummiteil, das ist ja, soll ja das Ganze ein bisschen stumpf halten, dass das Teil hier nicht wandern kann, wird hier angebracht. Nimmt es mir nicht für krumm, wenn ich jetzt ein bisschen durch den Wind bin, weil ich bin doch ganz schön aufgeregt. Erstmal wegen dem Fahrrad und zweitens, ja, dass es morgen dann auch losgeht. Gut, das Ganze wird einfach mit dem Radband befestigt. Ich ziehe hier mein Radband erstmal nur durch. Suche mir hier ein bisschen Halt. So, recht
schön weit oben und ein bisschen nach innen geneigt. Also zieht das nur erstmal leicht gegen. Rabbänder kommen allerdings zwei dran. Das war jetzt falsch rum. Also mit zwei Rabbändern wird das Ganze gehalten. Ich ziehe jetzt hier mal leicht gegen und richte das Teil dann aus. Jetzt allerdings, ich ziehe hier nochmal so ein bisschen nach und hier nochmal, ich ziehe eins von innen und eins von außen, also entgegengesetzt, dass das auch wirklich immer da bleibt, wo es bleiben soll und auch nicht verrutscht sozusagen. Weiter geht's. Wir brauchen jetzt noch dieses Speichenteil, dass der Sender überhaupt das aufnehmen kann, weil es geht ja über um die Raddrehung. Das hier ist jetzt ein Magnet und der Sender, der holt sich das von diesen Magneten an. Hier ist für verschiedene Speichengrößen, ich nehme mal die Hand weg und nehme mal das Licht ein bisschen höher, für verschiedene Speichen, einmal für oben breitere und unten für die, die ich jetzt brauche. Das heißt, ich schraube das Teil hier einfach raus, setze es außen an der Speiche an und schraube das Ganze somit einfach nur fest. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Das muss ja auch halten, das darf ja nicht hin und her wackeln. Das muss schon seinen Halt auf jeden Fall haben. Und muss es jetzt natürlich zum Sender ausrichten. Das heißt, ich löse es hier nochmal, schiebe das Ganze und nehme das Rad nach hinten. Ja, so. So sollte es eigentlich schon ausreichend sein. Und ziehe das Ganze jetzt hier erstmal gegen. Ich richte ihn einfach erstmal geradeaus und normal sollte jetzt das Ganze schon übereinstimmen soweit. Ansonsten muss man da eben nochmal gucken, dass man die Übereinstimmung auch richtig findet. Normal sollte es passen. Ich habe euch nochmal ein bisschen näher rangeholt. Also ich habe es jetzt hier angesetzt und hier sollte es jetzt so sein, dass hiervon alles aufgefangen wird. Zur Not kann ich das auch noch ein bisschen weiter nach innen bringen. Das stellt sich jetzt aber raus, indem ich erstmal oben den Tacho anbringe. Mit dem Tacho, das kann ich mir jetzt selbst aussuchen, wo ich den Tacho haben möchte. Möchte ich ihn hier auf dieser Seite haben, möchte ich ihn lieber rechts haben, also links oder rechts. Also ich würde mich entscheiden, so, für rechts. Ich nehme das Fahrrad mal ein bisschen weiter runter. So, und kann es ja Gott sei Dank auch bewegen. So, nun wär's. So, hier ist auch so ein Gummi hinter. Der Tacho wird von oben nach unten geschoben, also muss das Teil so hier ran. Also ich würde sagen rechts. Ich würde das Ganze gern nach rechts nehmen. Dann sieht das nicht ganz so leer aus. Hier habe ich zwei Rabbänder und schiebe, Moment, jetzt muss ich mich selbst erstmal gucken. Ja, von oben nach unten. Schiebe hier mein Rabband einfach durch. Zack, einmal und zweimal. Komm unten dann durch und kann somit jetzt das schon mal hier festrappen. Suche mir die Position, wo ich der Meinung bin, das ist ja ganz okay so. Ich denke mal wie hier zum Beispiel, ziehe jetzt hier mein Rabband erstmal so fest ein bisschen. Ziehe es ruhig ein bisschen nach hinten, weil man spannt es ja dann eh noch nach. Muss jetzt aber, wie gesagt, meine Position dafür finden.
Nicht, dass es so schräg hängt, das Ding. Also es sollte schon nach Möglichkeit gerade sitzen. So schiebe ich hier einfach ein bisschen. Und gucke mal drauf, kriege ich meine Position auch hin, die ich hier haben möchte. Ja, sieht glaube ich ganz gut aus. Vielleicht ein Tuck höher. Wir gucken uns das dann nachher nochmal gemeinsam an. Und was ich jetzt mache, ich ziehe hier mal ein bisschen nach erstmal und setze jetzt den eigentlichen Tacho an. Ja, schauen wir doch mal. Das war jetzt ein Tacho für 20 Euro. Reicht voll aus. Da muss man auch noch die Radgröße eingeben und ich weiß nicht, noch so Kleinigkeiten. Ich drehe jetzt einfach mal, um zu sehen, springt er denn überhaupt schon an. Also der Tacho von sich aus springt nicht an. Jetzt ist die Frage, muss ich hier unten vielleicht noch etwas weiter rüber? Das muss man eben auch ausprobieren. Also noch sagt der Tacho nichts. Obwohl ich habe gesehen, er ging, okay. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Hier unten ist doch ein Drücker. Ach, ja, Peter. So, jetzt nochmal. Nein, zeigt noch nichts an. Wir gehen nochmal auf den anderen hier. Hier blinkt was. Okay. Da kann ich dann noch was eingeben. So, ich habe das jetzt erstmal festgestellt und möchte trotzdem nochmal sehen, passiert hier was. Nein, es passiert noch nichts. Also irgendwas habe ich noch nicht richtig gemacht, wie es aussieht. Das sollte eigentlich passen. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das Ganze, den Sender, muss ich einmal so drehen. Okay. Ja, wie gesagt, die Aufregung ist da. Also von daher, ich richte euch nochmal rum. So, jetzt, ich habe das extra noch erwähnt gehabt, dass man, naja gut, das darf passieren. Ich will hier mal gucken. Ja, das ist okay. Ich hatte extra erwähnt gehabt, dass dieses Teil nach innen muss, so dass man hier an die Batterie jederzeit rankommt. Ja, das habe ich jetzt verdreht gehabt. Also neues Radband und neu befestigen. Radbänder habe ich noch Gott sei Dank genug da. Also daran scheitert es nicht. Jetzt aber, Peter, bitte richtig rum und nicht wieder verkehrt rum. Also, einmal so rum und einmal von entgegen. Gucke mir das Ganze nochmal lieber an. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, also nochmal befestigen. Jetzt muss ich dafür auch in die Knie gehen, weil ich ja den Fehler gemacht hatte. Dafür muss ich jetzt auch gerade stehen. Also, einmal schön weit oben nach Möglichkeit. Also kurz unter der Bremse mache ich das Ganze, dass wir auch das Ganze so viel wie möglich von den Radvolumen haben. So sieht es schon ganz gut aus. Jetzt das Ganze etwas fester ziehen nochmal. Der jetzt nicht gleich wegrutscht. Und jetzt kann ich nochmal testen. Wie gesagt, da gehen wir gleich nochmal komplett drauf ein. Jetzt drehe ich das Rad nochmal und irgendwie muss ich hier noch eine Einstellung vornehmen. Da ist auch noch ein Zahlencode bei. Den habe ich auch gesehen gehabt, diesen Zahlencode. Erstmal ein Riesenblatt hier. Der Zahlencode ist bei einem 28er Fahrrad
2237. Also. Zwei. Weiter. Hallo. Eigentlich wollte ich jetzt den Code eingeben. Ich versuche es nochmal. Jetzt muss ich sehen. Ich muss ja nochmal in diesen Code reinkommen, weil ich war doch noch gar nicht fertig. Ja. Nein, das ist auch nicht. Hallo, ich möchte den Code haben. So, einschalten. Jetzt ist eingeschaltet. So, jetzt würde ich gerne... Aha, ich muss das von hinten nach vorne übernehmen. Einmal die 7. Wo habe ich denn das jetzt gedrückt? Rechts oder links? Ah ja, okay. 7. Ein nach vorne. Die nächste Nummer. 7, 3. 3. Und ich glaube, vorne war 22. 22. Ich gucke lieber nochmal. 22. Also hier auch die 2. Gut, jetzt. Jetzt. Sollte es eigentlich da sein. Hä? Ja. 7. 3. 2. Jetzt zeigt er mir KMH an. Oh Gott, ist das umständlich. Mann, Wahnsinn. So, jetzt sollte er KMH anzeigen wohl. Er zeigt mir noch keine Laufrichtung an. Also, das heißt wohl, wo ist unser Teil? Hier. Das würde wohl bedeuten, dass wir vielleicht sogar noch weiter rüber müssen. Ich gucke mal hier, so, dass wir hier ein bisschen knapper dran kommen vielleicht und testen jetzt nochmal. Nein, es dreht sich ja auch kein Rad. KMH. Oh Gott, da ist ja Einstellung ohne Ende dran. Ich will auch einfach nur ein Tacho. Einfach nur ein Tacho, bitte. Mal gucken. Ah! Jawohl! 14 km/h habe ich eben das Rad bewegt. Also, jetzt ziehe ich auch hier mein Tacho richtig fest erstmal. So, ja, ich hole euch mal ran. Ihr wisst gar nicht, von was ich eigentlich dann rede. Also selbst ich muss mich da erstmal einfuchsen. Ich habe schon ewig nichts mehr mit Fahrrädern gemacht, schon gar nicht tachomäßig. Das war früher mal meine Sache, aber heute nicht mehr. Also, das funktioniert schon mal. Was jetzt hier blinkt, kann ich euch gerade selber gar nicht sagen. Wahrscheinlich Distanz oder so. So, das wäre die Uhrzeit. Uhrzeit könnte man theoretisch stellen. Mal gucken, ob das so funktioniert. 24 Stunden ist okay. Und wir haben es. 16.36 Uhr. 16 Uhr. Da halte ich jetzt einfach drauf. Moment, wo seid ihr da? Ah ne, muss ich doch tippen. 36, machen wir 37. Dann passt das. Und bestätigen. Ja, also 16.37 Uhr. Ja, okay. Also ich bin echt so begeistert von dem Teil.
muss ich wirklich so sagen. Für euch wird es wahrscheinlich nicht so sein, aber ich bin heute richtig durch den Wind, weil so viel Geld, was da steht, nur alleine, um meinen Urlaub zu gestalten und aber euch auch mitnehmen zu können. Ich glaube, da macht Iris euch auch eine Freude mit, denke ich mal. Ja, jetzt ist es soweit. Kein Roller basteln, kein nichts. Aber jetzt müssen wir auch hier hinten unseren Geber richtig schön gegenziehen, dass er hier auch bleibt, wo er bleiben soll. Also, ja, das sollte, glaube ich, schon fast ausreichend sein. Also, viel mehr geht hier nicht. Ich habe den jetzt so ein bisschen steiler gestellt und wir gucken jetzt mal direkt auf den Tacho. Ich kipp mal das Fahrrad ein bisschen an und drehe hier mal. Normal sollte eine kmh-Anzeige kommen. Moment, ich drehe den Sensor mal doch weiter rüber wieder. So. Und wir testen jetzt nochmal. Normal sollte sich das bewegen. Ja. Ihr seht das gar nicht richtig. Moment. Ich drehe euch mal so. Jetzt, ja, jetzt müsste man das sehen. Also, das funktioniert doch. Boah, geschafft. Also Leute, macht euch auf was gefasst. Das wird garantiert oder es werden schöne Wochen, die wir zusammen genießen und verbringen werden. Das mag vielleicht jetzt noch ein bisschen trostlos aussehen, aber wartet mal ab, was da noch kommt. Deshalb bleibt am Ball, bleibt dabei. Ein Like, ein Kommentar, ein Daumen nach oben. Ich würde mich immer darüber freuen, wenn wir uns noch ein bisschen aufbauen. Vielleicht erreichen wir ja noch unseren Livestream in der Zeit. Dann würde es auch live sein. Also Peter live, würde ich mal so sagen. Also in dem Sinne, nimmt es mir nicht krumm. Ich bin wirklich heute komplett durch den Wind. Iris hat mich komplett aus der Bahn geschossen heute. Und ich kann ihr nur sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Und ein Liebe dich hinterher natürlich. Das soll schon sein. Also, das ist schon eine Wahnsinnsfrau. Gut, in dem Sinne verabschiede ich mich und ich freue mich, wenn wir gemeinsam alles durchziehen. Bis dann, tschüss.